Punkt 16 Uhr, es ist angerichtet. Los geht's mit dem ersten Offensivball und dem ersten Abschluss und dem ersten Tor nach gerade mal 7 gespielten Sekunden. Und schon ist mein Low-Scoring-Game-Tipp über den Haufen geworfen. Ja, es hat vom Anspiel weg, direkt durch den Block gespielt. Und wird sowohl interessant, wie die Mannheimer Mannschaft auf diesen frühen Rückstand reagiert. Uiuiui, und auch die erste grüne Karte fällt hier schon. Und schon wieder frei. Und da geht der Ecke von rechts jetzt freigegeben. In die Mitte gespielt. Abgezogen ins lange Eck. Halb hoch. Wunderbarer Ablauf. Anna Küskes. Reiß rein. Legt ihn mit der Rückhand ab. Schießt nach. Gegen Pakistan. Und kurz vor Ende des dritten Viertels führen die deutschen Herren mit 4:0. Ja. Gut verteidigt hier von Anissa Kort. Jetzt mal im Gegenzug schnell weitergeleitet von Kahnler. Überzahlsituation. Kresken setzt sich da. Aber klar mehr Spielanteile für Köln. Jetzt mal Hendricks alleine gegen die Torfrau. Und Charlie Hendricks erzielt den Anschlusstreffer. 1:2. Wir spielen mal mit entscheiden können. Wieder. Klasse gehalten. Ne? Stark von Kresken. Findet den Abschluss. Links. Nochmal. Beigeben gestoppt. Eck ist frei. Mittelschützin zieht direkt ab und klasse gehalten hier. Aus Stürmersicht sehe ich das ganz anders. Und Weltklasse Save. Gehalten. Super Save mit dem Schläger hier von Kahnler. Pass hier. Passtempo wird natürlich jetzt hochgehalten, damit sich die verteidigende Mannschaft immer wieder neu orientieren muss. Da ist der Ball im Stark Kreis. Stark gespielt. Und Pieper, Pieper vom 7-Meter-Punkt ins verwaiste Tor. Ja. Aber natürlich auch Weltklasse dabei. Eibenbrooks jetzt mal über links. Zieht mit der Vorhand ab. Schönes und Anspiel. Jetzt mal Anspiel im Kreis. Abgeschlossen. Freigegeben. Direkt abgespielt. Super gehalten. Wieder auf der Linie. Und den macht sie ganz elegant. Weißenberger aggressiv raus, bleibt stehen und hält ihn mit dem Schoner. Dreht sich auf die Rückhand, dreht sich auf die Vorhand, dreht sich auf die Rückhand, dreht sich auf die Vorhand und macht ihn mit der Rückhand rein. Uiuiuiui. Das war Köln. Köln muss treffen. Weißenberger. Vorbei, vorbei, aus und vorbei. Der MHC gewinnt im Penalty-Schießen. Das Viertelfinale geht in Rot-Weiß-Köln.